wer in unser Land kommt, muss sich unseren Werten und Traditionen anpassen und nicht umgekehrt. Es ist daher eine unsägliche Diskussion, wenn immer wieder die Entfernung der christlichen Symbole aus dem öffentlichen Raum gefordert wird. Im Sommer war es die Diskussion um die Gipfelkreuze und jetzt wird schon wieder über die Kreuze in den Klassenzimmern diskutiert, die entfernt werden sollen, weil diese angeblich Ausländern nicht zuzumuten seien. Das ist eine völlig fehlgeleitete Diskussion, die nur zur Bildung von Parallelgesellschaften führt. Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern die Ausländer müssen sich an uns anpassen. Nur so kann eine Integration funktionieren.